So, mein tropikanisches Volk, wir sind wieder da und werden uns um unsere Touristen- und Ölinsel hier wunderbar kümmern. Wir werden ganz viel Öl abbauen, um dementsprechend natürlich unsere Kunststoffe herzustellen, und wir werden Strom generieren mit dem ganzen Öl. Öl wird nicht verkauft, da haben wir keine Ressourcen für. 13.000 haben wir jetzt gerade wieder bekommen durch ein paar Boote, aber das ist zu wenig. Planken werden jetzt wieder verkauft, das ist schön. Hier oben müssen wir jetzt für weitere Industrien sorgen. Das heißt, wir brauchen auch noch eine Stofffabrik. Eine Textilfabrik. Die werden wir jetzt erstmal hinsetzen, denn die bringt ja schon mal Stoffe, die wir benötigen, um eventuell irgendwann eine Modeindustrie zu gründen und gegebenenfalls... ja, erst einmal Stoffe natürlich zu verkaufen. Wir werden noch eine weitere Busgarage fertig machen, die dann von hier aus hierhin fährt. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Und die Leute, die hier wohnen, die können dann rübergehen. Bauen wir hier noch etwas zum Wohnen hin, dann ist das okay. Okay, mit Textil haben wir dann die Möglichkeit, mehr zu machen. Und wir brauchen auf dieser Insel noch eine Feuerwehr. So viel ist sicher. Kunststoffe werden verkauft, das bringt uns wieder mehr Geld. Das ist schön, Käse wird verkauft. Leder wird verkauft, Plankenwolle, Bananen. Wenn wir jetzt noch Boote verkaufen würden, wären wir richtig gut im Plus. Aber Boote gehen im Moment nicht hier ran. Aber immerhin, wir sind schon wieder bei 20.000, das ist okay. Die Westmächte werden wir jetzt erstmal einladen, den Ostblock können wir bald wieder anbetteln. Ach so, habe ich schon. Okay. Deswegen sind unsere Beziehungen auch auf 61. Das ist gut. Boote haben wir im Moment gar nicht verkauft, ne? Das ist schlecht. Was läuft hier? Zu wenig. Wir brauchen hier noch weitere Wohnungen, dass die Leute gleich von hier aus arbeiten gehen können. Das dauert sonst zu lange. Die Gesundheitszufriedenheit ist das, was im Moment am niedrigsten ist. Ihr seid noch dabei, die Nachbarn einzuschüchtern. Sehr gut. Wir sind im Moment bei 48% Unterstützung gewesen. Jetzt sind es nur noch 45. Das geht immer hoch und runter. Ostblock schickt Entwicklungshilfe. 4.500. Das ist lieb. Dankeschön. Ich würde gerne Boote verkaufen, aber Kunststoffe gehen gut raus. 1.300. Boote sind jetzt auch mit dabei. Danke. Gut. Dann werden wir jetzt demnächst Textil verkaufen und bauen jetzt für unsere Leute das, was sie brauchen. Eine Klinik oder gleich ein Krankenhaus. Ne, erstmal nur eine Klinik. Dass die Möglichkeit haben, sich nochmal gesundheitlich ein bisschen aufzustocken. So, und wir brauchen auch hier eine Feuerwache auf der Insel. Ja, ist zwar doof, aber geht nicht anders. Die kann dann überall hinfahren. Gut. So langsam wird's doch. Wenn wir uns dann weiter um die Spaßzufriedenheit und Gesundheitsversorgung und Freiheit und sowas kümmern, dann ist alles perfekt. Die Freiheit ist schon relativ hoch durch den Fernsehsender. Beziehungsweise den Fernsehturm. Spaß ist hochgegangen, das war mal bei 29, jetzt ist es hochgegangen auf 35, das ist perfekt. Die Unterhaltung geht also richtig gut hoch. Die Gesundheitsversorgung wird auch bald hochgehen. Und die Gesamtzufriedenheit wird dann steigen. Die Wohnungszufriedenheit muss noch steigen, aber dafür brauchen wir mehr Strom. Für Strom könnten wir irgendwann ein Atomkraftwerk bauen. Aber dafür müssten wir Uran abbauen. Ich würde gerne mal gucken, ob wir Uran irgendwo kriegen. Oder irgendeine andere Ressource, das wäre schön. Sieht aber schlecht aus. Wenn er nur auf der Mittelinsel, da sehe ich schon das ein oder andere glänzen. Es gibt Aluminium, es gibt Gold, es gibt Uran. Und hier hätten wir Eisen. 200.000, 40.000 Uran. Nickel hätten wir. Noch mehr Gold. Das heißt, Gold könnten wir tatsächlich hier holen und dann eine Schmuckfabrik mit hinstellen und das Ganze dann runter transportieren. Nickel wäre jetzt nicht ganz so lukrativ. Hier hätten wir noch Kohle, könnten damit dann dieses Kraftwerk weiter speisen. Schlecht ist es nicht. Nehme ich erstmal mit rein. Dann brauchen wir weniger Öl. Können das Öl voll in die Kunststoffe packen und eventuell noch weiter verkaufen.
Bin erstmal froh, dass die Spaßzufriedenheit hochgeht. Und die Unterstützung ist ja wieder bei 59%. Super. Ja, die geht immer weiter hoch. Die Gesamtzufriedenheit ist jetzt natürlich über der karibischen Zufriedenheit, weit über der karibischen Zufriedenheit. Die haben nur noch 38. Juhu. Ja, knapp wieder Geld bekommen, das ist aber zu wenig. Ich kann euch nicht mal loben. Aber ich glaube, die Zeit ist um. Wir haben noch 42 freie Arbeitsplätze. Oh, oh, ich brauche neue Leute in Tropico. Heißt, wir müssen... Wo ist die Einwanderungsbehörde? Warte mal. Pause. Einwanderungsbehörde, wo ist sie? Hier. Offene Türen. Die müssen alle nach Tropico kommen. Boote werden wieder verkauft, das ist gut. Kunststoffe werden verkauft. Rebellenbedrohung ist auf niedrig gesunken. Ostblock hat 8000 geschickt. Gott sei Dank. Danke, Ostblock. Danke, danke, danke. Verkauf mal Boote. Die brauchen wir. Feuer wütet. Drüben in der Textilfabrik. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Ach, das auch noch. Na gut, kümmere ich mich später drum. Bin jetzt erstmal froh, dass wir 12 weitere Einwanderer bekommen haben, die sich um alles kümmern können. Und wir werden jetzt eine Goldfabrik bauen. Heißt ein Goldbergwerk. Das kommt hier drüben mit hin. Warum? Weil wir daraus nämlich dann elektrische Teile fertig machen können. Wir haben ja dann Kunststoffe und jetzt auch noch das Gold. Und wir brauchen noch einen weiteren Transporthafen. So, dann brauchen wir eine Straße von hier aus darüber. Dann brauchen wir die Fabrik für... Ach, Elektronik gibt's gar nicht. Erst ab der Moderne. Da kommen wir ja gar nicht hin. Gut, dann hat sich das mit den Kunststoffen erledigt. Die Feuerwehr löscht gerade das Feuer hier drüben. Aber hier arbeitet keiner. Nein. Und auch in der Einwanderungsbehörde nicht mehr. Wir brauchen Leute mit Highschool-Abschluss. Oder mit höherem. Gut, es kommen wieder neue Einwanderer nach Tropico. 13. Jetzt arbeiten Feuerwehrkräfte. Gott sei Dank. Oh, was für eine Katastrophe. Gut, dann muss ich tatsächlich Schulen bauen. Es geht nicht anders. Eine Highschool wird nicht verkehrt sein. 1750 plus nochmal 7000 dafür, dass wir die überhaupt bauen dürfen. Ja, kommt hier neben die Farm. Viel Erfolg. Ihr könnt noch Bäume fällen. Geht das noch? Ja, ich glaube, er fällt gerade diesen Baum. Die fällen zu zweit den Baum. Ich gucke euch mal dabei zu. Ich habe gerade eh nicht viel zu tun. Wir sind im Minus. Gut, die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht. Danke dafür. Dann können jetzt die Leute endlich in der Textilfabrik arbeiten und Stoffe produzieren. Wir haben ja noch Wolle drin. Stoffe müssen noch fertig gemacht werden. Wir werden auch weitere Wohngebäude mit hinstellen. Ein Frachter hat wieder Geld gebracht und neue Einwanderer. Wir haben keine Lehrer. Die müssen wir erstmal einladen auf Tropico. Oh Gott, Leute, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Wir brauchen mehr Gebildete. Ich glaube, die Forschung muss ich erstmal durchbringen, aber ich habe nicht mal die Möglichkeit, Forschungspunkte zu generieren, weil wir keine Bibliothek und gar nichts haben. Aber damit kriegen wir schon zumindest die Bildung hoch. Das ist ja was. Nicht viel, aber etwas. Taverne. Wir bauen jetzt noch eine Taverne hier drüben mit hin. Dann geht hier auch der Spaß noch ein bisschen nach oben. Geht arbeiten. Tut was für euer Geld. Zur Not baue ich noch eine Busgarage.
Nachbarn einschüchtern ist geglückt. Wir sind wieder bei 57% Unterstützung. Oh, nochmal einschüchtern geht gerade nicht. Wir haben keine Punkte mehr. Aber wir haben wieder Geld und haben Boote verkauft. Gott sei Dank. So, was wollen wir noch verkaufen? Stoffe. Stoffe erst einmal an die Westmächte. Und von euch will ich Geld, von euch auch. Dankeschön, dann sind wir wieder bei 56.000. Das reicht. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Speichern unter Test. Oh Gott verdammt. Was für ein Riesenärgernis, aber wir haben es hinter uns gebracht. Jetzt können wir uns darum kümmern, hier auch eine Uni mit hinzubauen, die Leute weiter zu schulen. Dann haben wir auch hoch ausgebildete Leute hier auf Tropico. So, wir bauen auch gleich eine weitere Busgarage. Die baue ich selber fertig. Und dann fahren wir bitte von hier aus nach da. Genau, dann können die Leute hin und her fahren, das ist völlig okay. Wir brauchen hier noch ein weiteres Wohngebäude, bauen jetzt diesmal ein Apartmenthaus, weil wir es uns leisten können. Und kümmern uns dann um die Schmuckfabrik. Dann kann ich mich auch endlich meinen Aufgaben widmen. Ein weiteres Transportbüro wird auch notwendig sein. Irgendwas konnte man hier auf der Insel noch abbauen. Da muss ich erstmal noch gucken. War das Kohle? Nee, Nickel, ne? Nickel brauche ich eh nicht. Achso, wir brauchen ja oben dann auch noch ein Wohngebäude. Dann nehmen wir noch eine Mietskaserne mit hin. So, dann dürfen die Leute, die hier arbeiten, auch wohnen. Und sie bekommen eine eigene Taverne für sich. Gott, ich bin so gütig. Der Palast hat heute ein neues Steuerprogramm angekündigt, welches es Bürgern erlaubt, sich bevorzugte Behandlung bei Routinedurchsuchungen und Beschlagnahmungen zu erkaufen. Jetzt anmelden! So, und wir machen mal ganz kurz Pause. Ich muss jetzt einmal die Bushaltestellen umtransferieren. Das heißt, die Startbushaltestelle wird jetzt in der Innenstadt sein. Das bleibt so. Die Endbushaltestelle geht jetzt hier rüber. So. Die zweite Bushaltestelle. Startbushaltestelle fängt hier an. Und die Endbushaltestelle bleibt hier, genau, das ist schon okay. Das ist einfach nur, damit die Leute die Möglichkeit haben, uns zu helfen. Und vor allem von einem Punkt zum anderen zu kommen, können sie eben von einem Bus in den anderen steigen und sind damit schneller unterwegs, als wenn sie laufen müssen. Verlangen nach Wahlen. Ja, sollen sie mich wählen, das ist völlig in Ordnung. Wir werden unsere Nachbarn jetzt endlich weiter einschüchtern. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Apartmenthaus oder sowas? Nicht. Schmuckfabrik ist unterwegs. Die produziert jetzt gleich Schmuck. Ganz schmucken Schmuck. Wir haben nur wenig Geld dazu bekommen. Das passiert. Sollten wir wieder eine neue Handelsroute mit reinnehmen, wobei wir jetzt Stoffe verkaufen. 1000 haben wir schon verkauft. Da wird noch mehr rausgehen. Na, das sieht doch gut aus. Euch fehlt Öl. Wobei die hier drüben ja jetzt eigentlich Kohle bekommen. Die brauchen nicht mehr so viel Öl. Aber das Öl wurde schon abgeholt. Ostblock hat wieder Entwicklungshilfe geschickt. Danke dafür. 17.000 kriegen wir noch dazu. Sind wir wieder ein bisschen im Plus. Für eine gewisse Zeit. Die Molkerei braucht Milch. Milch wurde wieder geliefert. Käse wird wieder hergestellt. Öl ist jetzt auch wieder für Kunststoffe da.
Kunststoffe wurden gerade wieder abtransportiert. Boote sind jetzt drin. Es wird wieder einen ordentlichen Schwung an Geld geben, das freut mich. Wir verkaufen sogar in Massen Planken. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Theoretisch könnte ich noch eine dritte Schiffswerft mit hinsetzen. Nicht genug Unterstützung. Doch, die Unterstützung ist okay. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Die Gesundheitsversorgung könnten wir noch verbessern. Spaß können wir noch verbessern, glaube. Wir werden also hier drüben, da wo wir das neue Wohngebiet hingesetzt haben, jetzt noch eine Kirche, eine Kapelle und sowas alles hinsetzen. Weitere Wohngebäude, sodass die hier alles bekommen, was sie brauchen. Boote wurden jetzt ausreichend verkauft. Sehr schön. Fisch, Öl und Stoffe sollen noch verkauft werden. Ja, Gold geht nicht, Waffen geht nicht, Wolle geht nicht, Konserven geht nicht, Gold, Baumwolle, Banane, geht alles nicht. Pech gehabt. Da müsst ihr jetzt erstmal durch, dann machen wir überhaupt keine weitere Handelslizenz fertig, sondern kümmern uns weiter um andere Dinge. Eine Fischfarm beispielsweise. Und dann werde ich weitere Ölbohrtürme holen, die noch mehr von unseren Leuten betrieben werden. Fischfarm, wo stelle ich die hin? Nö, die kommt hier mit ran. Das heißt, hier oben am besten, da wo sie keinen stört. Hatte ich hier drüben jetzt ein weiteres Transportbüro gebaut? Nee. Aber da. Okay, das ist gut. Fahrt ihr jetzt mit dem Bus? Nee, tut ihr nicht. Da ist der nächste Bus. Die wohnen hier, die Leute. Das ist schön. In der Politik sieht es gut aus. Die nächste finanzielle Unterstützung kriegen wir erst in 33 Monaten. Da kann ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Deswegen bin ich froh, wenn wir noch ein bisschen was verkaufen. 43.000 haben wir aktuell gemacht durch den letzten Frachter. 4.000 kamen nochmal durch den Ostblock. Und wir bekommen nochmal 25.000 mit dazu, wenn wir jetzt das hier alles verkaufen. Sogar Schmuck. Wir haben heute ein neues Maskottchen an. Hermano Mayor. Er ist groß und er ist euer Bruder. Er wird euch nicht aus den Augen lassen. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Deswegen gestatten wir denen auch freie Wahlen. Viele, viele Male wählen. Das ist völlig in Ordnung, Penultimo. Ich bin zufrieden. Und wir bauen ein Krankenhaus. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es können.